Wenn man bei euch auf der Webseite guckt und bei der Abstimmung mitmachen will, da muss man ja doch irgendwie ganz schön viele Daten eingeben. Also teilweise sogar von der Personalausweis, also die letzten Nummern. Wäre das jetzt nicht irgendwie einfacher gegangen? Also ich meine, man kann jetzt ja heutzutage überall irgendwie so eine Petition unterschreiben, kriege ich eine E-Mail, darf das bestätigen und dann ist gut. Wieso ist das denn bei euch eigentlich doch so kompliziert? Also ja, das hat mit der Datensicherheit zu tun und auch mit der Sicherheit des Abstimmenden. Also man kann davon ausgehen, dass das, was wir da machen, jetzt so gesamtpolitisch nicht besonders so gut geheißen wird. Weil die machthabenden Parteien und so weiter und so fort sagen, nee, diese Demokratie, die wollen wir nicht haben. Die wollten wir nie haben, die wollen wir nicht haben. Und das ist eine Frechheit, was hier läuft. So ungefähr. Dass da starke Widerstände auch kommen, so in der Art. Und das Besondere ist, wenn man bei uns auf die Webseite geht, dass man sofort, wie wenn man bei seiner Bank auf die Webseite geht, du gehst bei deiner Bank auf die Webseite und gibst oben deine Geheimzahlen ein oder deine Zugangsdaten ein, damit du überhaupt ins Banksystem dann voll rein bist. Mhm. Aber schon auf dieser Vorseite bist du dann, dass du in deine eigenen Akten rein kannst. Aber schon die Vorseite ist höchst gesichert. Das heißt, du kannst da deine persönlichen Passworte und sowas eingeben, um weiterzugehen. Und das kann von außen keiner mitlesen. So, ganz vorsichtig gesagt. Und so ist unsere Webseite aufgebaut. Das heißt, unsere Webseite läuft im Schweizer Bankensystem. Mhm. Extra nicht in der EU, weil die EU nicht daran interessiert ist, dass Deutschland ein souveräner Staat wird. Bestimmt nicht und so weiter und so fort. Die Schweiz ist nicht in der EU und die Schweiz hat ein Gefühl für Volksabstimmung, ganz einfach. Mhm. Wenn du auf die Webseite nur siehst, dann bist du im Schweizer Bankensystem. Und wenn du da was eingibst, bist du in der Sicherheit des Schweizer Bankensystems und bist von außen nicht beobachtbar. Das ist ganz wichtig. Du gibst da deine Daten ein, wenn wir jetzt eine E-Mail-Bestätigung rausschicken würden, dann wäre das von außen lesbar, weil eine E-Mail ist lesbar und was du auf deinem Computer machst, ist auch lesbar und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen gibt es keine E-Mail-Bestätigung. Das ist ganz wichtig, sondern das verschwindet dann da drin. Wenn du die Daten eingegeben hast, erscheint einfach, wenn du diese Seite siehst, sind deine Daten übernommen. Sonst siehst du diese Seite gar nicht, die nächste Seite. Da ist die Sicherheit und vorher wird gesagt, mach dir über deinen Browser eine Kopie von dem, was hier ist, aber von uns kriegst du nichts. Das ist ganz wichtig, dass diese Rückkopplung nicht passiert, weil die nicht sicher ist für den Benutzer. Das ist ganz wichtig. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass diese Daten Rechtssicherheit brauchen, sonst können sie auch rechtlich sich nicht entfalten. Die können keine Wirkung entfalten. Wir wollen ja das Grundgesetz zur Verfassung erheben und da können und nur Leute mitmachen, die auch bundestagswahlberechtigt sind. Ganz einfach. Aber diese Prüfung können wir ja nicht machen. Wir haben keinen Draht ins Amt zu sagen, wir überprüfen das sofort oder sowas, sondern wir müssen die Stimmen erstmal sammeln. Und die Überprüfung kommt dann später, wenn wir genügend Stimmen haben, dann, man gibt ja beides ein. Man gibt ja seine Identifikationsdaten ein und die Abstimmung, ja oder nein. Mhm. Gehen aber nur die Identifikationsdaten, nicht die Abstimmung, sodass man da auch insofern gesichert ist, wenn das dann zum Amt geht, dass das Amt nicht sagen kann, du hast ja mit ja gestimmt oder mit nein, sondern das ist offen, also das wissen die nicht. Das bleibt anonym, die Abstimmung selber bleibt anonym. Aber die Identifikationsdaten, die gehen dann an die Wahlämter oder an die Einwohnermeldeämter oder sowas, dass sie abgeprüft werden können. Mhm. Und da müssen sie eindeutig sein. Also wirklich, wir können keine Unterschriften sammeln, das ist nicht das Problem, aber wir sammeln halt Namen, Geburtsnamen, Geburtsort und so weiter und so fort, aber so, dass man eigentlich nichts damit anfangen kann. Die Daten sind eigentlich überall fast vorhanden, so in der Art. Und das Zweite, was wir sammeln, sind die letzten zwei Zeichen im achtstelligen, die letzten zwei Stellen im achtstelligen Personalausweis, in der Personalausweis Identifikationsnummer. Ja. Die letzten zwei Stellen, weil es handelt sich nicht mehr nur um Zahlen, sondern es handelt sich um Buchstaben und Zahlen. Und wenn man die zusammenzählt, 26 Buchstaben plus 10 Zahlen,
plus 9 Zahlen hat man 35 mal und du kannst das 35 mal 35, also du hast über 900 Möglichkeiten, es falsch einzusetzen. Also es richtig einzusetzen ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Also das ist quasi, damit jetzt nicht jemand einfach sich irgendwie ausdenkt, ich bin jetzt Herr so und so, genau. Und genau, sondern dass wirklich diejenigen, die abstimmen, dass die wirklich existieren. Genau, und das, ja. Und dass es wirklich diejenigen sind. Mhm. So, und dadurch ist, also um die Sicherheit zu erhöhen und um die Rechtskraft festzulegen, die wirkliche Rechtskraft, also die amtliche Rechtskraft, dafür haben wir diese Daten so erhoben. Okay, genau. Ja, also sollte man sich dann doch einmal diese... Ist ja eigentlich trotzdem nur, es geht ja trotzdem total schnell. Es geht total schnell, aber halt die Menschen, die haben das Gefühl, wer weiß, was die mit den Daten wollen. Mhm. Und das ist ja auch heute gefährlich, also durchaus. Deswegen haben wir nur die zwei letzten Zahlen genommen. Eine echte Zahl dahin zu setzen, ist sehr kompliziert und so weiter, aber auf Geburtsname, weil die Namen sich so ändern und so leicht ändern lassen und immer leichter ändern lassen, selbst das Geschlecht lässt sich heute ändern, wird es halt immer schwieriger, was man da überhaupt noch letztlich angeben kann. Mhm. Genau. Ja, also zur Sicherheit möchte ich dann auch noch was sagen. Diese Daten verschwinden, die werden permanent aus dem Internet rausgenommen. Die sind ja erst auf der Webseite im Schweizer Bankensystem. Selbst dieses könnte gehackt werden, wenn man jetzt ganz böse ist. Die werden mit der Hand rausgenommen, also die werden und dort gelöscht und kommen in einen Computer, der ausschließlich verbunden ist mit in einen Computer, wo alles gelöscht ist und der nur eine Verbindung hat mit dem sogenannten Swiss Fort Knox. Das kann man ja dann mal googeln, da werden sie gelagert unter den Schweizer Bergen in 1000 Meter Tiefe in einem Bunker, in einem Atomschutzbunker der Schweiz, der ehemaligen Atomschutzbunker, der heute zur Hälfte als Datensicherheitsbunker gewissermaßen verwendet wird. Und dahin kommen diese Daten, sodass sie auch nicht mit Gewalt, wenn wir den Server in Deutschland hätten, wäre natürlich sicher, die Polizei sagte nein. Und dann dürfen wir 10 Jahre prozessieren, wir kriegen auch Recht. Aber die Aktion ist nicht mehr da. Mhm. Und es ist sicher, es ist wichtig, dass die Sache sowohl internetmäßig gesichert ist, als auch physisch gesichert ist. Und da sind die Daten und aus diesen Daten werden hinterher die Datensätze zusammengestellt, die den Ämtern zur Verfügung gestellt werden. Aber die stehen uns selber nicht zur Verfügung. Das ist das Wichtige daran. Die sind, die stehen uns selber nicht zur Verfügung, um die zu öffnen nachher. Da sind sehr hohe Sicherheitsmechanismen und sehr verschiedene Persönlichkeiten, inklusive dann Juristen und Notare von außen und so weiter und so weiter notwendig. Dann gibt es dann noch diese Vertrauensfrage, wer sind wir, dass wir diese Daten sammeln? Vielleicht möchte ich dazu einfach eine Kleinigkeit noch sagen. Mhm. Also ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass in Hartz IV die Sanktionen fallen konnten. Also diese maßlosen, ungerechten Behandlungen der Menschen durch die Jobcenter und diese absolut menschenverachtenden, verfassungswidrigen Sanktionen. Das waren 7 Jahre schwere Arbeit, die da hinzubekommen und ich habe 3 Jahre Totalsanktionen bekommen, kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse für diese Tätigkeit, wegen dieser Tätigkeit, nicht für, sondern wegen, gegen diese Tätigkeit, die Sache zum Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und wir sind jetzt nicht von Soros oder irgendwie finanziert oder sowas, sondern ich habe im Bundesverfassungsgericht gewonnen, das ist ganz einfach und das Geld, was mir da vorenthalten wurde, rechtswidrigerweise, verfassungswidrigerweise, steht jetzt zur Verfügung, um sowas zu finanzieren, das ist ganz wichtig. Und und die weiteren Finanzierungen gehen gewissermaßen, wer abstimmt, hat die Möglichkeit, jetzt ein bisschen was dazuzugeben, damit für die Technik und was da alles dahinter liegt und die weiteren Aktionen, die damit zusammenhängen, da kommt noch ganz viel nachher zustande, zum Beispiel eine verfassungsklärende Versammlung, nicht eine verfassungsgebende, sondern dass man sagt, was stimmt eigentlich am Grundgesetz und so weiter, dass man das dann alles finanzieren kann. Das muss durch die Stimmen, durch die Abstimmungen dann, durch die Menschen, die abstimmen, mit ihren Beträgen dann reinkommen. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Also weitere Gelder sind wirklich nicht vorhanden. Mhm. Aber die Ursprungsfinanzierung ist tatsächlich die aus dem gewonnenen Kampf mit diesem maßlos ungerechtfertigten Zwangssystem Hartz IV
stammenden Geldern, die mir zur Verfügung standen, die ungerechtfertigt und verfassungswidrig mir auch vorenthalten worden waren. Das ist natürlich toll, dass der Staat dann quasi die Kampagne zur Verfassung selber finanziert jetzt. Ja, gut, so kann man es dann auch sehen, genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist für mich auch wichtig, das ist eine Vertrauensfrage. Wir machen mit den Daten, wir kaufen keine Staubsauger und so weiter und so fort. Und wir leben auch nicht davon, wir zurzeit gar nicht. Das Geld geht vollständig in diese Aktionen über, nur dass es auch geklärt ist. Wir haben unsere Statuten sind ja auf der Seite veröffentlicht, da kann man gucken, wie das alles funktioniert. Und die Gelder, die eingehen, werden auch entsprechend verwendet. Und wir machen noch vorzüglicher als ein gemeinnütziger Verein, wir sind extra nicht gemeinnützig aus dem Grunde, weil der Staat da reingreift, wenn dem Staat irgendwas nicht passt, zum Beispiel bei Attac. Da sind sie einfach hingegangen, haben die Gemeinnützigkeit gelöscht, weil denen irgendwelche Fragen nicht gepasst haben. Dasselbe bei Kampakt und so weiter. Da gehen die einfach hin und löschen die Gemeinnützigkeit. Das hat rückwirkend unglaublich starke Probleme, wenn die Gelder plötzlich nicht mehr gemeinnützig sind und alles nicht gilt. Das kann einen Verein unglaublich... Wenn man nachzahlen muss. Und der muss die Gelder nachher, wer weiß wohin, dann bezahlen und so weiter. Wir haben deswegen von vornherein auf die Gemeinnützigkeit verzichtet, aber wir sind ein selbstlos arbeitender Verein. Und wir machen noch vorzüglicher, gemeinnützige Vereine werden dreijährlich kontrolliert vom Finanzamt und wir machen jährlich eine Kontrolle durch einen unabhängigen Steuerprüfer und diese Kontrolle wird auf der Seite veröffentlicht, dass wir nach dem Maßstab der Gemeinnützigkeit und der Selbstlosigkeit arbeiten. So viel zum Thema.